Nein, das kannst du nicht, weil das geht ja nicht. Du fängst ja immer wieder bei Null an. Deshalb sind auch Tourneen zum Beispiel, da ist jetzt eine Woche vergangen und du denkst wirklich, du bist schon ein Jahr unterwegs. Weil das jedes Mal am Abend, das ist wie ein ganzes Leben einfach. Und du gibst, das Anstrengende an diesen Tourneen ist ja dieser Energieaustausch, diese Projektion des Publikums und die halt auch in die Konzerte kommen, um ihre Energien aufzuladen. Die gehen dir natürlich ab und die musst du geben. Und in Hannover, Köln, Hamburg ist vorbei, war hervorragend und heute ist Frankfurt. Also du fängst wieder bei Null an. Du musst wieder heute Abend diese Leute erreichen und anfassen können und berühren können. Und das geht halt wirklich nur, wenn du deine Seele zeigst. Das geht nicht mit Markieren. Und Presse habe ich nicht gelesen. Ich weiß, die ist positiv. Und ansonsten, was ich noch nicht mal wissen wollte, aber was sie dann irgendjemand dann doch erzählt, weil mich das nur beeinflusst und das will ich nicht. Ich will auf die Arbeit fokussiert bleiben und auch das Schaffen halt so ein Vakuum schaffen um die Band, um mich, dass wir wirklich so ganz vollkommen konzentriert sind auf die Abende. Das ist mir jetzt für die paar Wochen das Wichtigste. Nee, das Komische ist ja, dass man sich an jede Dimension gewöhnt. Wenn du das erste Mal in einer großen Halle spielst, ich in Kiel, glaube ich, Anfang der 80er Jahre, als ich dann mir auch gleich einen Arm gebrochen habe, weil ich einfach durch die Gegend geflogen bin, gar nicht mehr im Hier und Selbst war. Und da lernst du dann sehr, sehr schnell und Stadien auch, dann spielst du das erste und das ist, du denkst, bist du verrückt. Und dann gewöhnst du dich dran und dann in den über dem Jahrzehnt, wo ich Stadien gespielt habe, gehst du dann abends raus und für die ist es normal. Aber erreichen muss die Leute ja in jedem Fall immer. Oder jedenfalls ist der Ehrgeiz da, das zu tun. Das ist ja auch, warum du da rausgehst. Das ist halt dieser Kick, den du schon gerne haben möchtest. Und wir sind dann in kleinere Hallen wieder. Aus dem Grunde, weil 99 ich gesehen habe, dass ich diese Rolle einfach nicht mehr ausfüllen wollte. Und auch in ein Alter kam, wo du dich einfach entscheiden musst. Bist du nun alternder Popstar oder entscheidest du dich wirklich für das, wo du auch herkommst, nämlich zu versuchen, das Beste zu schaffen und das Wertvollste zu schaffen, was du schaffen kannst. Und das war auch ein richtiger Schritt, weil ich heute sehr, sehr viel glücklicher bin. Die Clubs, wir haben vor den letzten Tourneen jeweils immer ein Clubkonzert gegeben, eins. Ich habe das eben schon Ihrem Kollegen erzählt, das Problem ist auch, das zu finanzieren. Diese Tournee zum Beispiel verdiene ich kein Pfennig Geld. Das ist plus minus null. Wir wollten das aber machen. Wir waren fertig im Studio und waren alle, die gesamte Band, weil das war schon die Arbeit von Musikern zusammen, auch wenn ich die Stücke geschrieben habe, ganz egal. Wir waren alle derart stolz und glücklich, dass wir gesagt haben, wir möchten das spielen, wir möchten das auch live spielen. Und wenn du die großen Hallen spielst, kannst du das nicht, weil da musst du schon durch den ganzen Katalog gehen. Das bist du den Leuten schuldig und dann hätten wir vielleicht vier, im Höchstfall fünf Stücke spielen können vom neuen Album. Wir sehen das aber als gesamtes Werk auch an und wie kann man es machen, wie kann man es finanzieren? Ein Veranstalter finden, der da mitspielt, das ging eigentlich nur über die Nummer, dass man sagt, okay, der wird es vielleicht machen, wenn er sich die Hoffnung macht, dann auch eine große Tournee zu kriegen. Ich schätze auch, dass das die Motivation des Veranstalters war, schätze ich mal. Und jetzt machen wir halt eine Sache, die uns unglaublich viel Spaß macht, die sehr anstrengend ist, weil es ist natürlich in diesen kleinen Dingern sehr heiß und die Luft geht irgendwann weg. Das Album ist verhältnismäßig anspruchsvoll zu singen. Also es ist richtig Knochenarbeit, aber es lohnt sich. Bisher die Reaktionen vom Publikum unfassbar, was ich nie gedacht habe. Es ist schwer fürs Publikum was Neues anzuhören heutzutage und nicht das zu hören, was sie kennen. Nein, ich wurde mehrmals gefragt, warum ich diesen Titel geschrieben habe. Ich sage, ich weiß es nicht. Es gibt vielleicht einen Grund. Ich war auf einer Safari und bin da fast von einem Elefanten angegriffen worden. Und das war für mich einfach auch immer Alpha. Die hatte für mich auch immer was mit einer physischen Präsenz zu tun. Kohl oder auch so Schröder in seiner Physis. Ich bin ja eher ein schlanker Kerl. Das stimmt nur bedingt, weil ich bin natürlich schon jemand, der eine Idee hat und die dann auch durchziehen will und versucht, alle möglichen Leute zu motivieren, dass sie da mitmachen. In dem Sinne bin ich vielleicht
ein Alphatier. Aber nicht mehr, nein. Ich glaube, dass das wahrscheinlich, erstmal ist es mein emotionalstes Album. Und stimmt ja. Und zweitens ist es, glaube ich, auch das musikalisch authentischste. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass du Musiker hast, die diese Musik auch immer gelebt haben und die sie halt auch genetisch haben. Weil diese Art von Musik ist halt in Amerika in den Genen. Das ist wie Volksmusik. Rock'n'Roll ist für die wie Volksmusik. Was wir alle gedacht haben und gehört haben, ist, dass dieses Album sehr, sehr jung klingt und sehr frisch klingt. Deshalb auch im ersten Video habe ich mir überlegt, einen jungen Charakter da die Hauptrolle spielen zu lassen und selbst gar nicht aufzutreten, weil die Identifikation dann besser klappt mit dem Song.